97.6 liest. Seit 2 Jahren gilt Leila Slimani jetzt als eine der aufregendsten literarischen Stimmen Frankreichs. Sie ist da echt richtig erfolgreich. 2016 ist ihr Roman Dann schlaf auch du rausgekommen und direkt mal mit dem höchsten französischen Literaturpreis ausgezeichnet worden, dem Prix Goncourt. Und letztes Jahr, da hat Emmanuel Macron die Autorin sogar zu seiner persönlichen Beauftragten zur Pflege des französischen Sprachraums ernannt. Jetzt hat Leila Slimani zusammen mit der Comiczeichnerin Laetitia Corinne einen Comic gemacht, Hand aufs Herz heißt der. Und Moritz Lünenburg, der hat ihn gelesen und ist jetzt auch hier bei mir im Studio. Hallo Moritz. Hallo Peggy. In Hand aufs Herz, da geht es ja um die marokkanische Gesellschaft und darum, wie sie mit Sexualität umgeht. Was für einen Blick wirft denn die Autorin auf dieses Land? Also Leila Slimani und Laetitia Corinne, die zeichnen ein sehr kritisches Bild von Marokko. Im Zentrum ihrer Kritik steht der Umgang mit Sexualität. Die Autorinnen zeigen dabei ein zerrissenes und schizophrenes Land. Leila Slimani schreibt: Wenn es nach dem Gesetz und der gängigen Moral ginge, müsste man davon ausgehen, dass alle unverheirateten Menschen in Marokko unberührt und jungfräulich sind. Dass all diese jungen Frauen und Männer, die mehr als die Hälfte der Bevölkerung ausmachen, noch nie eine sexuelle Beziehung hatten. Affären, Homosexualität, Prostitution, all das existiert nicht. Wir können es uns nicht mehr erlauben, die Augen vor der Realität zu verschließen, nur weil sie nicht den Regeln der Religion, der Gesetze oder dem Bild, was wir gerne von uns selbst hätten, entspricht. Gleichzeitig zu diesem Comic ist ja auch der Essayband Sex und Lügen, Gespräche mit Frauen aus der islamischen Welt rausgekommen. Gibt es denn Schnittmengen zwischen dem Comic und dem Essayband von Leila Slimani? Ja, die gibt es. Die beiden Werke überlappen sich inhaltlich. Slimani trifft auf einer Lesereise durch Marokko, wo sie übrigens auch geboren ist, die junge Leserin Nur. Und Nur redet mit ihr ganz offen über ihre Sexualität und auch über Tragödien von Frauen in Marokko. Dabei geht es um Zwangsverheiratung, um Vergewaltigung, um Abtreibung und zweifelhafte religiöse Auslegungen. Für den Comic Hand aufs Herz ist sie ja dann auch nochmal mit der Zeichnerin Laetitia Corinne nach Marokko gereist. Genau, also für den Comic Hand aufs Herz sind die beiden dann eben nochmal durch Marokko gereist und dort hat Slimani nochmal viele Frauen getroffen und mit ihnen gesprochen und Laetitia Corinne konnte Marokko sehen und so dann auch das Land eindrücklich in Bilder einfangen. Und dieser Comic, der zeigt jetzt eben die Gespräche zwischen Autorinnen und Marokkanerinnen. Richtig. Die Handlung besteht quasi vor allem aus der Reise von Laetitia Corinne und Leila Slimani und den Gesprächen, die beiden mit Frauen dort geführt haben. Und verknüpft wird das Ganze dann noch mit journalistischen Elementen und Essays. Neben den Gesprächen dokumentiert Slimani auch historische Ereignisse in Marokko und bearbeitet so juristische und politische Probleme. Einige der Personen, mit denen sie spricht, sind nicht anonym, sondern Personen des öffentlichen Lebens. Sie spricht mit Schriftstellerinnen, mit Wissenschaftlerinnen, Journalistinnen und Feministen. Eine dieser Personen ist Mona Etavi. Slimani trifft sich mit der Journalistin, um mit ihr über Frauenrechte in Marokko zu sprechen. Wenn ich all diese marokkanischen Frauen sehe, die hin und her gerissen sind, dazwischen, ob sie sich emanzipieren oder die Fesseln akzeptieren sollen. Warum gibt es so viele, die ernsthaft überlegen, sich ihr Jungfernhäutchen wiederherstellen zu lassen oder Kopftuch zu tragen, während sie sich gleichzeitig schon von bestimmten Restriktionen befreit haben? Ich denke oft an Harriet Tubman, die große amerikanische Abolinistin. Sie hat ihr Leben dem Ziel gewidmet, Sklaven zur Flucht von den Plantagen und in die Freiheit zu überzeugen. Sie sagte: Hätte ich mehr Sklaven davon überzeugt, dass sie Sklaven sind, hätte ich Tausende mehr retten können. Emanzipation ist in erster Linie Bewusstseinsbildung. Solange die Frauen ihren Unterlegenheitsstatus in der Gesellschaft nicht in vollem Umfang erfasst haben, werden sie ihn leider nur für immer aufrechterhalten. Also müssen wir darüber reden, so viel wie möglich. Wir müssen also über Emanzipation reden. Genau das scheint der Comic Hand aufs Herz ja auch zu tun. Aber schafft er es denn auch mit einer passenden Bildsprache, das Ganze zu verbinden? Naja, also die Bilder transportieren eine Atmosphäre und sie tun das über wunderschöne Zeichnungen von Marokkos Landschaft und Architektur. Außerdem beweist die Zeichnerin Laetitia Corinne einen guten Blick für Gesichter. Und ihre Zeichnungen sind auch sehr angenehm und dezent koloriert. Aber das Besondere am Comic ist ja eigentlich die Synergie zwischen Text und Bild.
Und in Hand aufs Herz vermögen es die Bilder nicht so ganz, die Geschichte auch ab und zu mal alleine zu erzählen. Sie unterstützen eher den Text. Man kann also sagen, die Zeichnungen sind eher illustrierend. Und wie ist es mit dem Text an sich? Der ist ja auch aus dem Französischen übersetzt worden. Ich finde die Gespräche manchmal ein wenig leblos. Das könnte tatsächlich an der Übersetzung liegen, wie du gesagt hast. Aber es macht auch schon den Eindruck, als hätte man hier versucht, Slimanis Essays in Gesprächen aufzubrechen, um sie dadurch leichter zugänglich zu machen. Und dadurch wirken diese szenischen Elemente oftmals ein bisschen erzwungen. Der Comic, der dreht sich ja auch um Frauenrechte in Marokko. Kann man denn diese Diskurse auch irgendwie auf Deutschland übertragen? Ich glaube schon, dass sich viele Problematiken in vielleicht in anderer Ausprägung, aber auf jeden Fall auch hier und eigentlich überall auf der Welt wiederfinden. Und es ist eben ganz wichtig, dass wir darüber reden und schreiben. Damit sich eben etwas ändert. Steht sie denn positiv gegenüber der Zukunft? Ja, das ist neben den Zeichnungen das Schöne an dem Comic. Slimani blickt hoffnungsvoll in die Zukunft, vor allem in Hinsicht auf die jungen Männer und Frauen. Das sagt Literaturredakteur Moritz Lünenburg in seinem Fazit zur Graphic Novel Hand aufs Herz von Leila Slimani. Das Buch, das ist im Avant Verlag erschienen und kostet 25 €.